Hey Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir sind schon wieder am selben Fleckchen Dreck, das ich mittlerweile echt irgendwie lieb gewonnen habe. Bevor wir uns um die gelenkten Waffensysteme der Hind kümmern, bleiben noch zwei ungelenkte Systeme, nämlich die Cluster, ich nenne sie mal Cluster Container oder Submunitions Dispenser und die Cluster Bomben. Wir haben geladen zwei KMGU Container, die können wir uns auch mal eben von außen angucken. Und das sind diese beiden großen Container unter den Flügeln, nicht die kleinen gelben Rohre. Und je näher man da dran geht, okay, die könnten mal ein Textur- und Modellupdate vertragen. Aber nun ja, in diesen Containern stecken jeweils 96 waren es, glaube ich, wir sehen es gleich nochmal im Bewaffnungsmenü, 96 kleine Submunitions, die wir abwerfen können. Wir werfen nicht den Container selbst ab, denn beim Abwurf gehen unten an dem Container kleine Türchen auf und die Submunition fällt halt einfach runter. Dadurch bedingt müssen wir halt genau über unser Ziel fliegen, aber zu den Anflügen gleich noch mehr. Wir haben dabei, das ist dieses Loadout, 2 KMGU-Container mit 96 AO2.5RT Submunitions. Und später kümmern wir uns noch um die RBK 500, die Bomben 215 und alles, was hier noch so an Bomben rumfleucht. Aber bleiben wir erstmal bei den Submunitions-Dispensern. Hover-Check habe ich schon gemacht, die Kiste ist schon komplett aufgesetzt. Das heißt, eigentlich können wir uns ums Waffenpanel kümmern und da gibt es nicht viel zu sagen, denn unsere Sight ist heute absolut nutzlos und um das zu demonstrieren, lasse ich sie auch aus. Wie gesagt, da gehen an den Containern nur kleine Türen auf und die Munition fällt halt genau gen Boden, also mit einem kleinen Vorwärtsmoment noch, weil wir fliegen ja über die Ziele vorwärts, also die fallen nicht von unserer Position direkt auf den Boden, ihr wisst, was ich sagen will, oder? Kümmern wir uns um das Waffenpanel. Und genau wie in den letzten beiden Teilen müssen wir einmal ganz kurz Petro sagen, er möge doch bitte Strom auf die Waffensysteme geben. Dazu brauchen wir die folgenden beiden Tasten, die ihr euch sicherlich schon belegt habt, wenn ihr die letzten beiden Teile gesehen habt. Einmal die KI-Bedienhilfe ein-ausblenden, standardmäßig links Steuerung und V, sowie in der anderen Kategorie KI-Menü die Tasten. Naja, im Kern brauchen wir jetzt nur die Taste W. Ihr könnt euch A, S und D aber auch schon mal belegen, beziehungsweise einfach W, A, S, D nutzen. Ich lasse die KI-Bedienhilfe einblenden und halte Menü hoch, lange gedrückt. Petro macht die Waffensysteme an, super. Ich stelle sicher, dass der Auxiliary Store Slide Schalter in der oberen Position ist und sobald die Lichter hier unten blinken und wir auch was, also sobald die Lichter an sind und wir auch was unter den Stationen haben, ist soweit Strom auf den Waffensystemen, selbst wenn Petro noch gar nicht sagt, die Waffen sind bereit. Was der jetzt vorne macht, ist, er macht die Sight weiter an und die muss ein bisschen vorwärmen, aber uns genügt es, wenn Strom drauf ist. Was müssen wir hier auswählen? Ganz unten USLP. Ich weiß gerade nicht auswendig, wofür USLP steht. Auf jeden Fall sind das die kleinen Containerchen. Da passiert erstmal nichts, wenn ich die auswähle. Setze ich allerdings den Master Arm, den Fire Control, nach oben. Dann steht hier USLP Loaded. Das ist für mich so eine Anzeige. Ja, okay, die Hind hat erkannt, da sind Container unter den Flügeln. Wähle ich was anderes, ist die Lampe auch wieder aus. Das passt also. Im Prinzip, und ich mache den Masterarm jetzt erstmal wieder aus, bevor ich gleich aus Versehen einen falschen Knopf drücke, denn wenn der Schalter hier in der oberen Stellung ist, muss ich nur den aus den letzten Folgen schon bekannten Knopf drücken, um die Waffe abzufeuern, Standardbelegung rechts, Alt und Leertaste, und dann gehen die Türchen auf und die Submunitions fallen da halt dementsprechend runter, also einfacher einzusetzen geht's eigentlich nicht. Möchte ich, dass diese Container die Türen wieder schließen und aufhören, die Munition abzuwerfen, denn das dauert durchaus ein paar Sekunden, kann ich diesen Knopf hier drücken, USLP Discontinue. Einmal draufdrücken und der hört auf zu dispensen. Und das ist schon das ganze Geheimnis, diese KMGUs einzusetzen. Dann hält uns auch nichts mehr davon ab, abzuheben. Das machen wir in aller Kürze. Hover-Check habe ich gerade schon gemacht. Ich glaube, das habe ich auch gerade schon gesagt. Dann hoch mit der Kiste und die Container sind einigermaßen schwer. Ich brauche hier echt ordentlich Collective, um einigermaßen vom Boden wegzukommen und dementsprechend viel rechtes Pedal. Wir gehen heute nicht auf unseren bekannten Zielcontainer dort rechts, sondern ich habe uns zu unserer Linken eine wortwörtliche Reihe an Fahrzeugen platziert, an der wir die Container jetzt einfach mal testen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig,
Also das heißt, es ist ein bisschen schwierig. Die Schwierigkeit, diese Container einzusetzen, besteht darin, den Zeitpunkt des Abwurfs gut zu bestimmen. Da finden sich auch bisher relativ wenige Informationen am Netz. Und jetzt nimm doch mal die Nase runter, damit wir hier Geschwindigkeit aufbauen. Da finden sich auch relativ wenige Informationen im Netz. Ich habe schon mal so 2, 3 Testanflüge gemacht und ich glaube, ich habe eine ganz gute Referenz mit guten Parametern gefunden. Da vorne stehen unsere Fahrzeuge. Wir fliegen jetzt noch ein bisschen gerade nach geradeaus und eine Rechtskurve, um Höhe und Geschwindigkeit aufzubauen. Ich möchte auf ungefähr 250 Meter über den Zielen anfliegen. Das ist diese Markierung hier im Radar Altimeter. Auf ungefähr 250 km/h. Also 250, 250 könnt ihr euch merken. Und dann möchte ich dann abwerfen, wenn die Ziele ungefähr auf dieser Höhe hier sind. Das ist natürlich schwierig abzuschätzen, aber das heißt, ich werde mir gleich im Anflug, jetzt möchte ich keine Höhe mehr gewinnen, ich möchte nicht weiter steigen. Und das heißt, ich werde mir gleich im Anflug einen Punkt links oder rechts neben den Zielen suchen, der auf gleicher Höhe liegt und den ich einfach verfolgen kann. Und sobald der Punkt, so auf dieser Höhe hier ist, ungefähr von dieser Referenz hier, wenn er denn rechts ist oder halt hier, wenn er links ist, werde ich beginnen, die Submunitions auszuwerfen. So, ich muss aber erstmal kurz gucken, dass wir den Karren hier mal einigermaßen ausgetrimmt kriegen und noch weiter auf Geschwindigkeit. Und natürlich ist dabei wichtig, gerade über die Ziele hinweg zu fliegen. Zu tief dürft ihr mit den Submunitions Dispensern auch nicht fliegen, denn ja, eigentlich ganz einleuchtend, sonst erwischt euch halt eure eigene Explosion. Also die Explosion der Submunitions kann euch selber natürlich erwischen, wenn ihr zu tief und oder zu langsam seid. So, ich glaube, wir können schon mal gefahrfrei nach rechts drehen. Aber irgendwie habe ich gerade ein bisschen das Gefühl, als ob ich hier so gegen den Autopiloten kämpfe. Hat schon mal extra einen Blick nach unten geworfen, ob ich den Autopiloten drin habe, aber nee, ist er nicht. Und ich hoffe, ihr hört es im Hintergrund gerade nicht wummern. Das sind noch nicht die Submunitions, hier ziehen gerade neue Nachbarn ein. Es könnte mal ein bisschen lauter werden, ich glaube aber, der Großteil vom Umzug ist bei denen schon vorbei. So, jetzt muss ich natürlich meine Ziele wiederfinden. Ich glaube, da hinten an der kleinen Allee, ne? Nee, nicht an der kleinen Allee, da links, jetzt gleich hinterm Cockpit ran. Da, ja, dann haben wir doch gleich sogar schon eine gute Richtung. Jetzt nicht zu tief werden, wie gesagt, 250, 250 ungefähr. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da ist die Reihe an Fahrzeugen, das hier. Auf diese Reihe möchte ich quasi zufliegen und ja, so gerade wie möglich drüber fliegen, ne? Möglichst auch ohne Crap, das kann ich hier unten mit dem kleinen Ball kontrollieren, gegebenenfalls korrigieren. Und die Parameter müsst ihr auch nicht exakt halten. Das ist keine Präzisionswaffe, die wir einsetzen, und wir fliegen hier auch keinen präzisen Anflug, ne? Das ist jetzt einfach nur so eine Sichtreferenz, die ich jetzt irgendwie mit 1, 2 Testanflügen rausgefunden habe, um zumindest sicherzustellen, dass ein Großteil der kleinen Bomblets auch ihr Ziel findet. Ja, ein bisschen niedrig, da können wir nochmal ein paar Meter steigen. So, ich suche mir einen Punkt links oder rechts. Das wäre also ungefähr diese Feldkante hier oder ungefähr hier, da wo dieses Waldstückchen aufhört, wenn ich das gleich noch sehe. Ja, ruhig nochmal ein Stückchen nach rechts korrigieren. Nehmen wir mal diese Waldkante hier. Das ist doch gar nicht schlecht. Da können wir in Verlängerung diese Straße hier nehmen. Und sobald die ungefähr hier ist, Waffe abfeuern, gedrückt halten. Und da gehen jetzt Submunitions raus, wenn ich den Masterarm angehabt hätte. Ach, na gut, der Anflug war sowieso ein bisschen schief. Seht ihr, so einfach passieren Fehler. Aber okay, dann drehen wir noch eine kleine Runde, denn ich habe noch ganz vergessen, euch eine kleine Lampe zu zeigen. Das fällt mir gerade erst ein. Wir haben ja, ich mache den Masterarm jetzt schon mal an, wir haben ja hier die USLP-Loaded-Lampe. Und daneben gibt es noch eine Lampe. Wenn die leuchtet, da steht auch irgendwas mit USLP drin. Das werden wir uns gleich angucken. Da steht auch irgendwie, ich glaube, auch USLP-Discount drin. Das werden wir gleich nochmal genau sehen. Wenn auf jeden Fall diese Lampe leuchtet, dann sind die Container leer. Denn wir kriegen hier eigentlich gar nicht wirklich Feedback, ob der Auswurf, also wann der Auswurf erfolgt. Wir merken das gar nicht. Wir hören nichts und es ruckelt auch irgendwie nicht. Und wie gesagt, die Container sind
Das haben wir ganz am Anfang gesehen, sowieso etwas ja, ältere 3D-Modelle noch mit älteren Texturen. Und die Submunitions, die spawnen auch durchaus ein paar Zentimeter über dem Container. Das guckt euch gerne mal von außen an. Ich denke, wir werden uns das heute nicht von außen angucken. Ist aber irgendwie ganz lustig zu sehen. Okay, etwas unter 250 km/h, 250 Meter, ein bisschen mehr Collective. Jetzt habe ich voll meine Ziele aus den Augen verloren. Na, wir fliegen noch mal ein paar Meter in die Richtung, die finden wir gleich schon wieder. So, zweiter Versuch. Noch ein paar Meterchen steigen. Geschwindigkeit sieht gut aus und jetzt leuchtet auch die USLP-Lampe hier vorne. Das heißt, das System ist jetzt aber endlich abwurfbereit. Mann. Was ich da aber echt vergesse, den Fire-Control-Switch nach oben zu legen, ne? So, jetzt nochmal gerade anfliegen. Ah, ein bisschen, kleines bisschen höher kommen wir noch. Und nochmal gleiche Referenz. Ich nehme jetzt gleich wieder die Straßenecke hier vorne, die genau an der Grenze, die ich jetzt gerade beim ersten Anflug schon gezeigt habe. Also ziemlich genau diese Straße hier, gerade die Ziele entlang fliegen, Höhe sieht gut aus, Geschwindigkeit vielleicht ein bisschen fix und Abwurf. Wir sehen, wir kriegen absolut nichts davon mit, aber da plöppen feierlich Submunitions raus und jetzt sehen wir doch, was ich damit meine, dass die vielleicht etwas oberhalb spawnen. Hier leuchtet die kleine Lampe, da steht drin USLP End of Operation und wir können einmal nach hinten gucken. Und sehen, die Referenz mit den Parametern ist gar nicht so schlecht. Fast die gesamte Reihe dort vorne einmal eingedeckt. Die sollen es ja mohlig warm haben. Das war das ganze Geheimnis zu den Submunitions-Dispensern. Hey, die Referenz gefällt mir echt gut. 250, 250 und ungefähr diese Linie hier im Cockpit als Referenz. Könnte man wahrscheinlich dann auch noch für andere Parameter tweaken, für zum Beispiel noch schneller oder eventuell auch langsamer, denn die Geschwindigkeit steuert natürlich die Länge des Sticks aus Submunitions, die da runterfällt. Ja, wenn ich langsamer fliege, wird der Stick natürlich auch kleiner. Fliege ich schneller, wird der Stick ein bisschen größer, weil die Submunitions natürlich dann ein bisschen weiter auseinander liegen, während sie runterfallen. Viel mehr Steuerungsmöglichkeiten habe ich da aber nicht. Was mir absolut gar nicht an dem System gefällt, ist, dass ich hier im Luftfahrzeug null Feedback darüber kriege, ob der Auswurf gerade erfolgt oder nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich das hören sollte oder irgendwie merken sollte. Wahrscheinlich würde ich es am Gewicht merken, wahrscheinlich. Wir haben ja gerade gesehen, erst die linke Seite wurde dispensed, dann die rechte Seite. Ich hätte eigentlich erwartet, dass mein Luftfahrzeug hier stärker, nee, nicht links runterkippt. Wenn links zuerst dispensed wird, links leichter. Das heißt, es sollte rechts runterkippen. Aber nun ja, so viel zu den Submunitions Dispensern, so viel zu den KMGUs. Okay, ich habe am Anfang gesagt, wir machen noch die Bomben und das sind im Prinzip die restlichen Loadouts, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Wir haben hier zweimal Bomben 500, das sind zwei 500 Kilogramm Mehrzweckbomben. Dann haben wir hier unten viermal Bomben 250, dementsprechend 250 Kilogramm Mehrzweckbomben. Und wir haben noch RBK 250, das sind im Prinzip Clusterbomben. Das sind keine Container, also das sind Bomben, die komplett von der Station runterfallen und dann über dem Ziel quasi aufgehen. Da behaltet ihr also nicht den Container, in zwei unterschiedlichen Ausführungen mit unterschiedlichen Submunitions drin, aber jeweils immer 250 Kilogramm Variante. Und das gleiche nochmal als 500 Kilogramm Clusterbombe, und zwar diese und die RBK 500. Die Clusterbomben und normalen Bomben sind Stand jetzt so, naja, einzusetzen. Also wir werden es einfach mal mit zwei 500er Bomben versuchen, denn wir haben Stand jetzt null Anflug. Ja, munitionier mal bitte auf. Dankeschön, denn wir haben Stand jetzt null Anflugprofile dafür. Das heißt, hier müssen wir auch wieder, so ähnlich wie beim Granatwerfer, eine ziemliche Portion Macht nutzen, damit die irgendwie ihr Ziel finden. Also, wahrscheinlich, ich finde, es ist relativ unwahrscheinlich, dass, wenn ihr in einem Heinz sitzt,
richtige Freifallbomben einsetzt. Mit den Kanonen, Raketen und den Cluster Munitions ist der wesentlich besser zu gebrauchen und natürlich vor allem mit der Sturm, die wir auch weiterhin da am Flügel haben. Das sind diese kleinen gelben Röhrchen da am Flügel. Um die werden wir uns in den nächsten Folgen kümmern, denn deren Einsatz ist ein bisschen komplexer und dann gucken wir uns auch das vordere Cockpit an, wie man die von dort einsetzt. Und deshalb werden wir das mit den Freifallbomben jetzt, naja, relativ kurz halten und hey, ich zeige euch kurz, was ihr einstellen müsst und wir schauen mal, ob wir was treffen. Wahrscheinlich treffen wir nichts, aber was soll's. Das sind die zwei FAB 500, die wir da drunter haben. Von daher können wir auch direkt wieder abheben. Und ja, eigentlich können wir uns das Waffensystem jetzt auch schon wieder einstellen. Ne? Ist genauso einfach wie bei den USLPs. Nur stellen wir jetzt das Drehrädchen hier auf Bomb. Und jetzt sind wir im Prinzip schon wieder fertig. Also Fire Control nach oben. Jetzt geht keine Lampe an. Aber ich könnte die Bomben so einsetzen. Hätte ich Anflugprofile, würde es da sicherlich irgendeine Depression geben mit Parameterset aus Höhe und Geschwindigkeit oder sowas, was man fliegen müsste. Habe ich nicht, von daher werden wir über die Ziele fliegen und einfach mal eyeballen, ob wir irgendwas treffen. Ui, na, der wollte aber schön nach links und rechts. Gut, ich denke, wir nehmen auch wieder die LKWs. Also den einzelnen Container da vorne rechts, das ist komplett unrealistisch, dass ich den jetzt hier mit einer Freifallbombe treffe, für die ich keinerlei Profil habe. Es ist wahrscheinlich sogar unrealistisch, dass ich irgendein Fahrzeug aus dieser Menge an Fahrzeugen treffe. Aber mal schauen, vielleicht gewinne ich ja irgendwie gleich so ein bisschen im Lotto. Sollte ich gleich ein Fahrzeug treffen, dann werde ich direkt die Aufnahme beenden und losziehen und mir einen Lottoschein kaufen. Und da vorne sehen wir noch Rauchsäulen. Ach, das ist so schön, wenn man Mark on Deck hat, ne? Da findet man die Ziele doch deutlich besser wieder. Aber was wir auch sehen, da rauchen nur noch zwei Fahrzeuge, ne? Haben diese gesamten KMGUs, die da drüber gegangen sind, wirklich nur zwei Fahrzeuge zerstört? Tja. Gut, also meine Intuition sagt mir, ich möchte diese Dinge eigentlich auch Level abwerfen und nicht in irgendeiner Art von Sturzflug, denn so schnell kann ich im Sturzflug sowieso nicht fliegen. Also wir können mal so ein bisschen runter, aber ich muss echt aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell werden. Retreating Blade Stall und so. Ja, von daher einfach mal rein, oder? Ich würde mal sagen, jetzt. Einfach mal beide abgeworfen. Hat die uns sogar noch erwischt? Oder ist da nur hinter uns? Ja, guck mal, habe ich sogar ein bisschen was getroffen. Da in der Mitte, aber schön einzusetzen. Schön einzusetzen ist es nicht. Okay, die beiden Knalle gerade, das scheinen wirklich die Bomben hinter uns gewesen zu sein, aber unser Luftfahrzeug fliegt noch. Also ja, mit Bomben halt einfach nutzt eure Intuition, wann auch immer ihr die abwerfen möchtet. Auf ein einzelnes Ziel werdet ihr damit so in der Form sicherlich nicht präzise treffen. Vielleicht wird das irgendwann nochmal anders, wenn wir schönere Profile dafür haben. Dann kann ich hier den Kram aber erstmal wieder ausmachen und... Verdammt, eigentlich muss ich mir jetzt einen Lottoschein kaufen gehen, oder? Alles klar, dann gehe ich mir jetzt einen Lottoschein kaufen und ich wünsche euch viel Erfolg dabei, die Cluster-Container einzusetzen und auch die Clusterbomben und die normalen Freifallbomben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!